Hallo und herzlich willkommen, liebe Strategiefreunde, hier zu einer, weiteren Folge Let's Play Paradox Mega Campaign. Ihr habt bestimmt schon gemerkt, dass am Anfang dieser Folge, voraussichtlich zumindest, es sei denn, ich mache doch nochmal irgendwas anderes, kein Intro war. Und zwar nämlich probiere ich momentan gerade aus, mit OBF aufzunehmen, also Open Broadcaster Software, eigentlich eine Streaming-Software, die allerdings auch zum Aufnehmen geeignet ist, aus einem ziemlich simplen Grund. Und zwar einfach, weil man nämlich aufnehmen kann und gleichzeitig rendern, was natürlich extreme Zeitersparnis ist. Das heißt, man bekommt quasi nach der Aufnahme direkt die gerenderte Datei. Ein großer Nachteil an der Sache ist natürlich, dass ich kein Intro mehr vorne dran setzen kann, weil sonst müsste ich die Datei ja doch nochmal neu rendern. Und ich kann auch nicht mehr irgendwelche Sound-Sachen extern nochmal bearbeiten. Das heißt, das muss ich dann von Anfang an alles so richtig haben, wie es denn dann auch sein sollte. Das ist jetzt nur ein Test. Und ich hoffe mal, dass das soweit funktioniert. Ansonsten, ja. Dann werde ich halt ansonsten das wieder so machen wie vorher. Manche Dinge werde ich mit Sicherheit immer noch mit Fraps aufnehmen. Einfach aus dem Grund, weil man bei manchen Videos einfach rendern muss. Wenn man noch im Nachhinein irgendwas einfügen will. Wie zum Beispiel beim Missions-MP. Das Interface, das könnte ich jetzt hier zum Beispiel nicht so leicht machen, obwohl es mit Sicherheit auch möglich wäre, aber dafür müsste ich mich dann erst ja nochmal reinarbeiten, wie man da jetzt irgendwie interaktives Interface innerhalb des Streaming-Programms einrichtet. Das weiß ich nicht genau. Naja, auf jeden Fall sind wir hier gerade in einem ziemlich großen Krieg gegen Lothringen. Wir sind zwar wieder Kaiser, aber wir hatten noch nicht so die Mega-Zeit jetzt hier, um uns großartig darauf vorzubereiten. Wir haben 60.000 Mann. Und sie haben, weiß ich nicht, wahrscheinlich ungefähr genauso viele. Ja, zahlenmäßig sind wir ihnen überlegen, aber nicht großartig überlegen. Wir haben halt viele Verbündete, wie vor allem Kastilien und Aragorn hier unten, aber die stehen momentan hier nur drum rum und machen nichts. Von daher hat uns das noch nichts gebracht bisher. Außerdem wird gerade momentan Bayern vom Byzantinischen Reich gekillt, was auch weniger optimal ist. Ich weiß gar nicht, ist das ein Angriffskrieg? Ja, byzantinische Unterdrückung der bayerischen Ketzerei. Das heißt, Byzanz wird sich hier ins Reich einfressen. Und das ist durchaus ein Problem, weil Byzanz mit Abstand die stärkste Fraktion momentan ist. Mit 90.000 Mann, könnte 100.000 Mann ausheben. Da können wir momentan noch nicht wirklich mithalten. Wir könnten zwar auch 90.000 ausheben, aber wir haben nicht mal ansatzweise genug Geld dafür. Weder Manpower noch Geld. Also wir haben nichts eigentlich, um das tatsächlich zu tun. So, die Frage ist jetzt hier, was macht Lothringen? Ich weiß es nicht. Hier sind protestantische Fanatiker am Werk. Wir sind ja katholisch geblieben und haben uns hier Toleranzideen geholt. Ich hoffe mal, das funktioniert so weit, wie ich das auch geplant habe. So, und ich hoffe auch, dass das alles mit der Aufnahme jetzt so funktioniert. So, was hast du hier für einen General? 1-3, was haben wir? Adalbert Richenza, 3-3er General, 3-3-2er. Gar nicht mal so unfähig. Gucken wir mal, vielleicht können wir ja hier die 11.000 uns snacken, denn die Hauptarmee der Lothringer ist momentan hier unten. Natürlich können wir sie nicht snacken. So, machen wir mal hier ein bisschen langsamer alles. Ich bin ja nicht gewöhnt, hier auf 60 Frames zu spielen während der Aufnahme. Boah, sehr schön. Die haben wir gestack-wiped. Das ist schon mal äußerst angenehm. Dann stellen wir die ja mal lieber nach Ulm. Da haben wir nicht so viele Attrition. Und verfolgen mal hier mit Adalbert Richenza weiter die restlichen Einheiten. Sagen wir mal hier unseren Vasallen, dass sie uns helfen sollen. Gucken wir mal, was die hier treiben. Okay, die 2000. Ups, 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 ups. Greift ihr mich an? Nein. Okay, ganz schnell abrauen. Ihr werdet schon mal hier Richtung Norden gesendet. Oh, wieso haben wir denn hier überall so wenig Limit her? Was ist denn da los? Okay, aber unsere Armee scheint seiner Armee zu überlegen zu sein. Wir haben sogar noch bessere Generäle als den 3-3er. Sein bester General ist anscheinend 3-2er. Ich würde sagen, wir suchen jetzt einfach die Entscheidungsschlacht hier in Koblenz oder so. Und dann hoffen wir mal, dass wir die gewinnen. Reichsbefreiung gegen Krisens. Wen hast du denn annektiert? Du hast die wieder die Schweiz annektiert, die ich gerade erst freigelassen habe. Das finde ich aber
äußerst unschön, ne? Schwyz. Nicht mal die richtige Schweiz, fällt mir gerade auf. Die ist noch gar nicht gegründet worden. Ich frage mich, ob die überhaupt gegründet werden kann. Von der Spielmechanik her. So, wir rennen jetzt mit 60.000 da rein. Und sie haben momentan gerade keine Einheiten. Haben wir jemanden Anschluss erlauben? Oder keine Verstärkungseinheiten, wollte ich eigentlich sagen. Okay, leider ist es Wald. Das ist schon mal sehr zu unserem Nachteil. Aber wir haben einen besseren General als sie. Und wir haben mehr Artillerie als sie, deutlich mehr. Dennoch würfeln wir natürlich mal wieder deutlich schlechter, was der Standard ist, wenn man gegen die KI kämpft. Und wir verlieren auch deutlich mehr Einheiten. Trotz, dass er keine, oder so gut wie keine Artillerie hat. Und wir die komplette hintere Reihe voll haben mit Artillerie. Naja. Gut. Kastilien und Aragorn kommen uns noch zur Hilfe. Das heißt, wir können es noch schaffen. Wow, wir haben einen neuen Nachfolger. Neuer Thronfolger für den Kaiserthron. Lothar von Hochborn. 533. Klingt gut für mich. Ziemlich awesome. Okay, ich denke, mit den kastilianischen Truppen als Unterstützung werden wir diese Schlacht gewinnen. Ja, aber wir haben wahrscheinlich deutlich mehr Verluste gemacht als er, was ein Problem ist, weil wir haben keine Manpower. Ja, wir haben nicht deutlich mehr Verluste gemacht, aber ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr. Ah, nee, stimmt gar nicht. Ja, deutlich mehr. Doch, wir haben viel mehr Kavallerie verloren. Gut, aber wir haben seine Armee geschlagen. Das ist schon mal wichtig. Und ich denke, wir werden ihn jetzt auch gleich mal verfolgen. Und dann hoffen wir, dass wir seine Armee auslöschen. Ich hoffe mal, dass meine ganzen Verbündeten mir helfen dabei. Weil wenn wir nämlich seine Armee stackwipen könnten, wäre das natürlich ziemlich awesome. Okay. Machen wir mal hier. Dann fassen wir die Einheiten zusammen, denn wir haben eh keine Manpower, um sie zu reinforcen. Und damit sollte unsere Armee deutlich kampftüchtiger sein als seine, weil seine ganzen Truppen mit weniger Effizienz kämpfen. Hat sich gelohnt, würde ich sagen. Schließen wir hier nochmal zusammen. Das kostet im Endeffekt uns nur Geld, dass wir diese Einheiten zusammenschließen, denn wir müssen dann wieder neu bezahlen, um halt eben neue Einheiten auszuheben. Aber ich denke, das ist nicht so das Problem. Ups, er flieht nach da unten. Ich habe eigentlich erwartet, dass er nach Köln flieht. So, auf dem Weg noch ein paar Einheiten mitgenommen. Wo sind meine ganzen Verbündeten? Da haben wir 8000 Kastilianer. Aber guck mal, er hat hier nationalistische Revolten. Hier hinten, das ist schon mal schön. Aber wahrscheinlich nur relativ wenige. So, wir haben deutlich mehr Moral als er und ungefähr gleich viele Einheiten. Das heißt, theoretisch sollten wir das schaffen. Vorausgesetzt, wir würfeln jetzt nicht so mega schlecht. Da kommen jetzt noch unsere Verstärkungseinheiten. Unseren Verbündeten. Ja, wir machen ihm mehr Schaden, aber es reicht eigentlich nicht. Im Großen und Ganzen. So, machen wir hier die 5000 kaputt, die Söldner. Und dann gucken wir mal. Ups, wir haben jetzt auch eine nationalistische Revolte irgendwo. Jedenfalls wurde das angezeigt, aber irgendwie ist sie nicht da. Okay. Ich hoffe mal, unsere Verbündeten helfen uns noch einmal, da die so kämpfen. Das Problem ist, dass wir hier jedes Mal, wenn wir hier entlanglaufen, Verluste erleiden und er halt eben nicht. Er reinforced halt eher, als dass er Verluste erleidet. Im Gegensatz zu uns. Ups, oh nee, oh je. Greift er mich an? 7. August, 8. August. Ich wäre vor ihm da. Nee, er greift mich nicht an. Er traut sich auch nicht, mich anzugreifen. Warum auch immer. Okay. Ich weiß nicht, warum er sich nicht traut, mich anzugreifen. Weil ich hatte Angst vor den Armeen meiner Verbündeten. Ich weiß es nicht. Wir stellen uns mal nach Oldenburg. Gucken wir mal, dass wir auch ein bisschen reinforcen. Das Problem ist, ihr seht, er hat noch sehr viel Manpower. Deswegen wollte ich eigentlich seine Armee möglichst schnell downhauen. Aber meine Verbündeten haben mir leider nicht geholfen. Und das ist ein großes Problem, weil wir nicht reinforcen. Das heißt, wir brauchen jetzt Söldner. Das war wahrscheinlich eine ganze Menge. Wie viel Kavallerie haben wir noch? 4000. Das sollte eigentlich reichen. So, Hannover. Siegen wir hier mal die protestantischen Fanatiker, bevor hier Hannover noch protestantisch wird. Das wollen wir ja nicht. Ups, da kommen die 32.000 Mann der Ding an. Ach, in Frankfurt haben wir protestantische Fanatiker. Um den Reichsbahnkrieg zum gegen Byzanz. Ja, Byzanz hat sich tatsächlich da drei Provinzen gefordert. Das ist ganz schön heftig.
Und wir haben Protestantismus in Florenz. Oh, das ist aber. Das ist aber eklig. Komm schon, jetzt bitte seid mal endlich mal besiegt hier, ihr blöden Revolten. Ich muss meine Verbündeten hier unten unterstützen, sonst haben wir ein Problem. Sonst haben wir ein Problem. Wir können natürlich auch mal gucken, ob wir schon Frieden mit Lothringen machen können. Denn momentan sind wir nicht in der Verfassung, hier großartig einen Krieg zu führen. Können wir irgendwas fordern? Pfalz freilassen? Nee, macht er nicht. Wir könnten halt einfach Geld fordern und beim nächsten Krieg sollten wir dann besser in der Lage sein, ihn zu besiegen. Wir könnten ihn noch sein Bündnis mit Verona aufkündigen lassen. Die haben hier unten auch relativ viele Einheiten. Okay. Problem ist nur, dass wir dann die preskischen Nationalisten nicht mehr angreifen können, weil wir hier nicht durchkommen. Ach, really? Jetzt ist wirklich mein... Okay, einen Moment. Okay, mein Headset war gerade kurz leer. Warum auch immer. Eigentlich habe ich es über die Nacht aufgeladen. Ich weiß nicht, warum es jetzt schon wieder leer ist. Selbe Line Staatsseh mit uns, okay. Ja, also wir konnten den Krieg im Prinzip einfach nicht gewinnen. Wir haben einfach ohne Manpower keine Chance gegen ihn, weil er viel schneller dann reinforced als wir. Wieso machen wir 155 Dukaten im Monat? Scheint ein Bug zu sein. Ich habe den in letzter Zeit ziemlich häufig. Ich weiß nicht, wieso. Okay, wir haben mal plus 1 im Monat. Plus 2 im Monat. Gut, wir müssen aber auch noch 9000 Mann reinforcen, was uns super viel Geld kostet. So, was machen wir mit unseren ganzen Diplomaten? Das ist hier die Frage. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir uns irgendwo einen guten Verbündeten gegen Byzanz suchen. Wir haben aber kein Limit mehr frei. Das ist ein Problem. Allerdings können wir jetzt natürlich... Oh, aber er hasst uns hier. Das Problem ist, wenn wir nicht die religiösen Ideen haben, können wir nicht den Kriegsgrund benutzen, um sie zurückzukonvertieren. Haben wir nicht den Kriegsgrund, um sie zurückzukonvertieren? Was bedeutet, wir müssen das manuell machen. Und ja. Diplomatisch können wir sie auch nicht konvertieren, weil wir keine Reichsautorität haben. Ja, ich denke mal, wir werden uns hier mal einen Anspruch auf Göttingen fingieren, damit wir die schon mal zurückkonvertieren können. Ist sonst irgendwer schon protestantisch? Bourbon. Problem ist, wir können nicht die Konvertierung fordern. Solange wir keine Reichsautorität haben. Wir brauchen mindestens 1%. So, Parma. Ja, das werden wir einfach aufgeben. Wir haben genug Prestige. So, wie viel Manpower bekommen wir? 666. Die Gegenreformation. Die Frage ist jetzt, wollen wir jetzt die Gegenreformation nehmen? Wir haben eigentlich jetzt Toleranz. Das ist die Frage. Ob wir das dann überhaupt haben wollen. Revoltenrisiko technisch haben wir schon relativ viel Revoltenrisiko. Aber wir können momentan gerade eh nichts konvertieren, weil wir überall noch religiösen Eifer drauf haben. Von daher würde ich sagen, lassen wir das erstmal. Okay, Parma haben die Revolten gewonnen. Das heißt hier... Oh nein, das sind die falschen. Euch will ich konvertieren. Wo haben wir denn protestantische Fanatiker, bitteschön? Ach, in Frankfurt. Oh. Lässt du uns durch? Ja, okay. So, und dann sollten wir mal gucken, dass wir hier unsere Vasallen integrieren. Braunschweig ist schon ein neuer Wähler, ne? Ja. Okay, Sell und Oldenburg sind auch Wähler. Euch können wir mal annektieren. Dann könnten wir eventuell Osnabrück zum Wähler machen. Bist du noch katholisch? Ja, dich können wir auch ziemlich easy vasalisieren. Dann annektieren wir mal Oldenburg, würde ich sagen. Wir haben relativ viel Diplopower. Und dann belagern wir hier die protestantischen Fanatiker zurück. Der 8 Base-Tags hat der. Ist nicht... Nicht so teuer. Ups, wir können die neue Welt sehen. Hat schon irgendjemand was kolonialisiert? Oh ja, Portugal und Kastilien sind in Dingen. In Kanada. In Kanada, ja. In Kanada, würde ich eigentlich sagen. Aber naja. So, hier, Toleranz. Ja, das klingt doch sehr schön.
Warte mal. Haben wir das nicht schon mal gemacht oder bin ich jetzt blöd? Weil das hier war der einzige Spielstand, den ich noch hatte. Toleranz hatten wir doch schon, oder bin ich jetzt total bescheuert? Weiß ich nicht mehr. Vielleicht da war es auch in irgendeinem anderen Spiel. Keine Ahnung. Ich hoffe, ich nehme jetzt nicht irgendwas doppelt auf. Aber das war der älteste Spielstand, den ich habe. Von daher. Selbst wenn nicht, dann müsste ich es halt trotzdem nochmal neu machen. Also macht es keinen großen Unterschied. Das hier hätte ich ganz gerne. Allerdings brauchen wir dafür unsere Qualitätsideen voll. Das wird noch eine Weile dauern. So, Frankfurt ist fertig belagert. Okay. Reichsbahn gegen Spanien. Okay, er hat tatsächlich Spanien gegründet. Ist natürlich nicht besonders großes Spanien, das ist richtig, das ist klar. Vor allem, weil er diese Sachen hier nicht erobern kann, weil er die als Protektorat genommen hat, was äußerst dumm war von der KI, würde ich mal behaupten. So, was wollen wir eigentlich? Haben wir Reichsbahnkriegsgründe? Reichsbefreiungskriegsgründe? Ja, gegen Krisens. Mit wem bist du verbündet? Mit Tirol. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir kurz diesen einen Kriegsgrund, damit wir eine Reichsautorität haben und damit wir dann ein paar Leute zurückkonvertieren können. Mit der restlichen Armee Spanien ein bisschen Manpower. So viel Manpower brauchen wir dafür ja nicht. So viel Truppen brauchen wir dafür ja nicht, obwohl Tirol hat schon relativ viele Einheiten. Ups, ne, wir bleiben mal hier. In Brescia schicken hier noch ein bisschen Reinforcement hin. Valois tritt Ile-de-France an Burgund ab. Ja, wir müssen auf jeden Fall Burgund mal Einhalt gebieten. Valois ist jetzt nur noch das hier, ne? Ja. Haben wir gegen dich einen Kriegsgrund? Nee. Einheiten an Burgund mittlerweile. Muss ich jetzt überlesen? So weit hinten können die eigentlich nicht sein. Burgund. Oh doch, sie haben nur 12.000. Okay. Das geht ja noch. Das hätte schlimmer sein können. Leipzig haben wir Bauern. In Göttingen haben wir jetzt einen Kriegsgrund. Das heißt, das wird das nächste sein, was wir angreifen. Wir sind verbündet mit Hamburg. Das heißt, theoretisch gesehen könnten wir da angreifen. Wir können uns jetzt erstmal hier noch neues Stimmrecht verteilen. Und dann hier mit Osnabrück ein Bündnis schließen. Auf, kommt an. Und dann greifen wir da unten an. Immer noch nicht alles voll reinforced, leider. So, ihr. Ach, du kannst da nicht durch ansonsten. Doch, so kannst du durch. Okay. Und du gehst auch noch Böhmen. Was machen wir mit dem einen Transportschiff? Eigentlich brauchen wir das nicht. Da lösen wir das mal auf. Okay. Hoffen wir mal, dass wir das hier unten hinbekommen, ordentlich. Ah, ich glaube, ich. Ah, doch von Ligurien aus könnten wir ohne Flussüberquerung, glaube ich, drauflaufen. Naja. Wir haben halt übermäßig viel Artillerie noch, weil die halt normalerweise nicht stirbt. Braunschweig, wo gehst du hin? Du musst nicht zu dich mir anschließen, du kannst ruhig selbst belagern. Oh, ich freue mich schon auf das nächste DLC, wenn man endlich den Vasallen sagen kann, was sie machen sollen. Das wird richtig toll. So, und dann zurück nach Hause. Okay, ihr kommt zurück und ihr kommt zurück. Gucken wir mal, dass wir ein bisschen Manpower zusammensparen können. Was können wir tacken? Flottendrill brauchen wir eigentlich nicht. Aber die minus 10 Technologiekosten wären äußerst von Vorteil, wenn wir die möglichst schnell bekommen. Hier sollst du dich auch nicht anschließen, Braunschweig. Du sollst bitteschön Dings belagern. Tirol, wenn es geht. So, ach, du bist ein Erzbistum. Ja, das ist natürlich schon mal unschön. Aber ich denke, wir kriegen das trotzdem hin. Naja, Bauernrebellen sind Gott sei Dank nicht so das Problem. Influenza in Abruzzen. Ja. Kann man nichts machen. Töten wir mal noch die Typen in Hannover. Denn Hannover ist unser Vasalle und wir wollen nicht, dass der protestantisch wird. Das
Wäre äußerst unschön. So, Bündnis anbieten. So, sie wählen mich noch nicht. Sie wählen momentan Franken. Ich habe 2 Stimmen. Britannia hat 2 Stimmen und Lothringen hat 1 Stimme. Das heißt, momentan wäre ich immer noch Kaiser. Burgund will mich in den Krieg rufen gegen. Susaischer Thronfolgekrieg. Personalunion mit Susa. Wieso ruft er mich da jetzt in den Krieg? Weil Toulouse verbündet ist mit Spanien oder was? Aber Spanien ist doch noch gar nicht gejoint. Jetzt ist Spanien gejoint. Okay. Tja, dann würde ich sagen, dann joinen wir halt mal. Eigentlich hätte ich lieber Spanien geholfen, aber okay. Ich denke mal, das schafft Burgund alleine, da muss ich ihm jetzt nicht helfen. Maharashtrischer Thronfolgekrieg. Ich will eigentlich das so nicht angezeigt bekommen. Ich muss gleich mal meine Nachrichteneinstellungen ändern. Auf jeden Fall werde ich jetzt hier erstmal diese Aufnahme beenden und hoffe mal, das hat mit der neuen Aufnahmemöglichkeit so funktioniert, wie ich das gerne hätte. Und ja, hoffe, dass ich dann euch beim nächsten Mal wiedersehe, wenn wir wieder weitermachen, hier hoffentlich endlich mal das Reich zu vereinigen. Momentan haben wir einige Probleme hier auf dem Weg, weil wir leider sehr starke Nationen haben, die sich hier mittlerweile bilden und andere sehr starke Nationen, die von Anfang an da waren und uns nerven. Aber ich denke, wir kriegen das auf kurz oder lang schon hin. Wir sind ja schon immerhin bei 3 Reformen nach 60 Jahren. Also das geht. Es geht natürlich schneller, aber das ist schon okay. Hätten wir zwischendrin den Kaiserthron nicht 20 Jahre oder so verloren oder 30, dann wäre das alles ein bisschen einfacher gewesen. Naja gut, dann hoffe ich, euch hat diese Folge gefallen. Danke euch fürs Zuschauen und hoffe, dass wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, euer Violett.